Hi Madeleine hier von Sonic Blue mit einer neuen Folge der Ableton Live Insider Tipps. Und dieses Mal habe ich einen Tipp für Operator, den viele übersehen, weil es so ein bisschen versteckt ist. Und zwar gibt es die Möglichkeit, eine eigene Oszillator-Wellenform einzuzeichnen. Nicht nur das, sondern diese auch zu exportieren. Das heißt, dann könnt ihr sie dann zum Beispiel in Sampler oder Sampler importieren. Und das werde ich euch gleich mal zeigen, wie das geht. Hier haben wir ja die Wellenform, die man auswählen kann. Und dann kann man, ist ja die Auswahl. Und die letzte Möglichkeit ist User. Man kann aber auch einfach als Shortcut hier Oscillator anmachen. Und dann sieht man schon, die Stiftfunktion kommt. Und dann kann man das einfach einzeichnen. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel halt auch für verschiedene von den Oszillatoren machen und ich kann hier auch die Auflösung verändern. So, und wenn ich damit zufrieden sein sollte mit dem Ergebnis, kann ich gleich mal kurz spielen. So. Dann kann ich das hier einen Rechtsklick ausführen und dann auf AMS Export klicken. Und dann wird hier in der User Library unter Samples, Waveforms dann das gespeichert. Ich klicke jetzt einfach mal OK. Und wenn ich Enter drücke, dann lädt es mir stattdessen das einfach schon mal in den Sampler. Und dann kann ich das hier mitspielen. Oder ich kann auch hier die Wellenform in der Audiospur ziehen und wenn ich es entweder als den Clip stutze, dann wird da eine Wellenform draus gerechnet. Oder wenn ich in der Arrangement-Ansicht wäre, das Konsolidieren macht es dann möglich, dass ich das zum Beispiel auch innerhalb des Wavetable-Synthesizers benutzen kann. Das heißt, hier kann ich auswählen, User. Und dann kann ich hier einfach das Sample draufwerfen. Und das könnte ich natürlich beim zweiten auch genauso machen. Das heißt, ihr könnt dann quasi viel leichter auch noch Wavetables sozusagen generieren und eure eigenen Presets für Synthesizer Sounds gestalten. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich. Vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu subscriben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!